Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge EA Sports FC 24 hier mit Arminia Bielefeld. Und wir haben noch 8 Spieltage vor uns und vor allen Dingen haben wir extrem federn lassen müssen in der letzten Folge, was den Aufstiegskampf angeht. Man muss jetzt so ein bisschen hoffen, dass gerade die Schalker in den nächsten Spielen ein bisschen patzen. Die müssen halt demnächst gegen Paderborn ran. Die sind aktuell ja, 15er, danach Elversberg, die sind gerade 13er. Und danach müssen sie gegen... Gegen wen müssen sie danach? Okay, ich schau gerade. Paderborn, Elversberg. Und danach gegen Kiel. Die Kieler, gut, die sind immer in 10. Aber die müssen wirklich gegen nur Teams ran, die im unteren Tabellenmittelfeld zu finden sind oder weiter unten. Also das wird nicht ganz so einfach, während wir unter gegen St. Pauli ran müssen. Boah, das wird schwer. Das wird schwer, da nochmal ranzukommen. Dafür haben wir zu viele Punkte liegen lassen. Pauli momentan ja Erster. Aber gut, kümmern wir uns erstmal um Saarbrücken. Ich hoffe mal, hier gewinnen wir. Absoluter Pflichtsieg für uns, wenn wir in die erste Liga wollen. Zuletzt hat Saarbrücken 3 Unentschieden gehabt, 1 Sieg und eine Niederlage. Hier haben wir die Aufstellung von Bielefeld mit Schäfer am Tor. Lang, Hofmeier, Richter und Çalhanoğlu in Viererkette. Jakic, Schelterson, Firmino im 3er Mittelfeld. Rechts Kinnunen, links Opoku und Mojano ganz vorne im 4-3-3-System. Bei Saarbrücken Kotriba im Tor, Becker, Boeda, Busch, Becker und Dimikele Sanchez in der Fünferkette. Kerber, Civeja und Hamza bilden das 3-Mittelfeld. Stehle und Schein ganz vorne im 5-3-2-System. Boah, Hofmeier, die Gage war eigentlich nicht so übel. Jetzt hier Saarbrücken im Strafraum. Saarbrücken im Strafraum, der Schuss, aber Schäfer pariert den. Ja, wir dürfen auf gar keinen Fall hier irgendwie starten mit einem frühen Gegentreffer, den wir kassieren. Das wäre eine Komplettkatastrophe. Kinnunen köpft ihn nicht gut weg. Hamza mit dem Schuss. Çalhanoğlu rettet. Schäfer will das Spiel schnell machen. Opoku spielt ihn gleich weiter. Hier Helgason spielt ihn gut auf Mojano. Mojano macht das gut, wie er vorbeigeht. Nein, kommt nicht durch. Schade. Busch, ui, das ist gefährlich. Und Mojano schnappt sich den Ball, macht das gut gegen Busch. Richtig stark gemacht jetzt hier Mojano mit dem Lupfer. Nein, der geht nicht durch. Der Torhüter ist da. Der Torhüter ist da und verhindert hier das 1-0 für Bielefeld. Kinnunen mit dem Schuss abgewehrt von Busch, der vorhin diesen großen Fehler hatte. Aber hier ist er zur Stelle. Es bleibt erstmal beim 0-0. Oh, die Grätsche geht daneben jetzt hier. Saarbrücken, das ist ein sehr munterer Auftakt hier in dieser Partie. Und Saarbrücken hatte jetzt viel Platz. Stehle jetzt hier. Stehle, kriegt er den Ball rüber oder was? Die Grätsche geht nicht durch. Jetzt hier Schäfer, da war der dran, aber da ist er mit dem Schein dran und es steht 1-0 für Saarbrücken. Und das ist ein Horrorstart für Bielefeld. Das ist ein Horrorstart für Bielefeld. 1-0 Saarbrücken. Also wenn Schalke jetzt gewinnen sollte und Bielefeld nicht, dann reden wir über 12 Punkte. Und dann ist das Ding auch durch. Dann ist das Ding mit dem Aufstieg auch durch. Zerstört hier gerade der erste FC Saarbrücken hier auf jeden Fall. Ich verwechsel das eh jedes Mal. Scheißegal. Auf jeden Fall zerstört hier Saarbrücken gerade hier die Träume von Bielefeld, oder was? Schein hier mit seinem ersten Treffer, klar, gegen uns. Jeder macht seinen ersten Treffer gegen uns. Und wir müssen jetzt aber Gas geben, denn ich würde eigentlich gerne schon aufsteigen mit Bielefeld. Stehle. Saarbrücken macht das super. 2-0. Eieiei, also Bielefeld zuletzt wirklich in einer Abwärtsspirale. Die Saison war so gut, man war die ganze Zeit mit dabei im Aufstiegskampf, aber jetzt gerade bricht man ein. Jetzt gerade muss man leider sagen, bricht man ein. Ist es vielleicht doch zu viel Qualität, die man sukzessive verloren hat seit dem letzten Winter. Ich meine, letztes Jahr ist man noch fast in die Relegation gekommen am letzten Spieltag gegen St. Pauli. Hat es dann doch nicht geklappt. Dieses Jahr hat man dann einiges investiert, nachdem man im letzten Winter plus Sommer einige Spieler verloren hat. Krattemacher, oh, Tanaka und wie sie nicht alle heißen. Aber anscheinend war das nicht genug Qualität, die da eingekauft werden konnte, um die Qualität, die gegangen ist, abzufangen. Mojano. Schöner Pass. Kinnunen. Das ist doch jetzt hier vielleicht die Chance. Kinnunen spielt den rüber. Der muss rein. Geht doch. Bielefeld lebt wieder. Opoku mit dem Treffer hier. Kinnunen spielt den super diagonal rüber. Opoku mit seinem linken und steht damit 2-1. Bielefeld lebt wieder. Also das ist eine wilde Partie. Unglaublich viel los hier in Halbzeit 1. Und Arminia Bielefeld, die wollen hier natürlich zurückkommen. Wenn sie nochmal aufsteigen wollen, wenn sie die Chance auf die Relegation wahren wollen, muss das auch passieren. Helgason spielt den auf Jakic.
Jakic bleibt erstmal ruhig. Hält den Ball. Spielt den auf den Torschützen. Opoku. Weitergespielt. Schön gespielt. Kinonen. Eben die Vorlage. Jetzt hier vielleicht die Chance. Nein, bleibt hängen. Schade. Moyano. Moyano spielt den auf Kinonen. Super gespielt. Kinonen. Kinonen mit dem 2-2. Und plötzlich ist Arminia Bielefeld wieder zurück. Und plötzlich ist Arminia Bielefeld zurück. Unter anderem durch Kinonen. Vorlage. Tor. Macht zwei Treffer hier. Moyano gibt den super ab. Und Kinonen mit einem starken Abschluss hier, der Finne. Und dann steht es hier 2-2. Also Bielefeld macht es sehr dramatisch. Für mich unnötig dramatisch, aber schön ist es natürlich trotzdem für euch zu beschauen. Aber ich würde gerne eigentlich souverän gewinnen, aber wir haben hier, ja, 7 Minuten gebraucht, um das Ding hier wieder komplett rumzureißen. Vielleicht kommen wir komplett zurück. Moyano zieht den Gegenspieler schön auf sich und jetzt hier Opoku. Da ist viel zu viel Platz für Opoku, der hat schon einen Treffer. Opoku hat den Ball jetzt hier. Opoku mit der Chance. Opoku macht ihn nicht rein. Oh, der Keeper hat den. Der Keeper hat den und verhindert hier das 3-2. Was für ein wilder, was für eine wilde erste Halbzeit hier zwischen beiden Teams. Opoku jetzt hier, schön. Opoku hat den, stoppt. Opoku gibt den ab. Helgason. Kinonen gibt den super auf Moyano. Super auf Moyano gespielt und das ist der Treffer. Bielefeld macht weiter, wo sie in Halbzeit 1 aufgehört haben. 3-2. 3-2 hier und wieder Kinonen an allen drei Toren direkt beteiligt. 2 Vorlagen, 1 Treffer. Kinonen hier der entscheidende Mann. Zack. Super weitergeleitet. Kinonen gibt den direkt weiter. Moyano hier mit dem Abschluss. Vielleicht wird das ja noch seine Endphase der Saison. Der Junge kann ja mehr, als er bisher gezeigt hat in dieser Season. Macht ihn da rein. Die Nummer 22 und Bielefeld lebt wieder. Arminia Bielefeld lebt. Helgason. Helgason spielt ihn schön auf Kinonen. Der hat den. Kinonen. Kinonen macht das super und jetzt gibt er den Ball auf Moyano. Moyano jetzt hier mit der Chance oder was? Moyano! Moyano mit seinem zweiten! Moyano mit seinem zweiten! Wahnsinn! Wahnsinn! Was geht denn hier bitte ab? Moyano hat die ganze Saison Schwierigkeiten gehabt, überhaupt auf Einsatzzeiten zu kommen. War ja auch mal verletzt. Dann hat er bisher nicht wirklich überzeugt. Und jetzt hier Doppelpack. Doppelpack. Und wenn es als Assist gewertet wird, dann ist es der 3. Assist von Kinonen. Der 3. Also Moyano, der Mann, der von Valencia kam und das Eingewächs Kinonen, übernehmen hier im Alleingang. Oder eher im Zweigang dann natürlich, nicht im Alleingang. Sind da ja 2. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Hauptsache das. Und jetzt Schein. Mal gucken, ob Saarbrücken kontern kann. Na, Jakic war da knapp dran, aber Saarbrücken versucht zu kontern. Es ist ein verrücktes Spiel und Saarbrücken kann kontern. Was ist das für eine Partie? 4-3. Wir haben 56 Minuten gespielt. Und hier ist noch lange nicht Schluss. Hier ist noch lange nicht Schluss. Beide Teams sind komplett crazy drauf heute. Das ist ein Spiel, das kann am Ende auch gut 7-7 enden, so wie es aktuell läuft. Moyano. Moyano jetzt hier. Hat den. Spielt den auf Kinonen. Kinonen. Ja, der denkt sich, warum nicht noch ein? Moyano. Moyano. Moyano drüber. Günther Schmidt jetzt hier. Günther Schmidt über die rechte Seite. Spielt den da rein. Gut gespielt. Stehle. Stehle jetzt hier, Chiveya. Gib den auch nochmal ab. Boah, der kommt sich da irgendwie durchsetzen. Schäfer mit einer super Parade. Schäfer mit der super Parade. Was macht Schmidt da? Das war nicht gut geklärt. Junge, Junge, Junge. Gefährlich. Kinonen. Kinonen, gibt er den ab. Kinonen, nein, macht's alleine. Kinonen macht's alleine, aber der Torhüter hält den. Der Torhüter hält den. Kinonen hier nicht mit einem weiteren Treffer. Und jetzt hier Saarbrücken. Es ist nicht mehr so viel zu spielen. Es war bisher eine sehr wilde Partie. So ein Schlusstor würde natürlich gut zu dieser Partie passen. Aber nicht mit Hofmeier. Der klärt den. Stark. Kinonen jetzt hier wiederum. Kinonen. Kinonen versucht es über außen. Kommt da gut durch. Stark gemacht. Und jetzt hier die Flanke. Die ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Die ist gar nicht schlecht. Aber Opoku macht die nicht rein. Das hätte die Entscheidung sein müssen. Müssen, müssen, müssen. Das wäre die 4. Vorlage von Kinonen. Junge, wie kannst du den nicht machen? Aber das Spiel ist hoffentlich rum. Weil wenn das noch schief geht, Alter, dann ist Feierabend. Nee, Richter hat den. Moyano. Kinonen. Kinonen, darf er nochmal oder was? Kinonen, nein, kommt nicht ganz durch. Egal, pfeif ab, yes! Wir gewinnen das Ding. Was für eine komplett verrückte Partie. Was eine komplett verrückte Partie, Leute. Und Hauptdarsteller war vor allen Dingen ein Mann, nämlich Kinonen. Kinonen war hier wirklich der Hauptdarsteller. Hat insgesamt 3 Assists und 1 Tor. Moyano, 2 Tore, 1 Assist. Wow. Aber das Spiel mussten wir jetzt auch gerade gewinnen, sonst wäre es vorbei gewesen. Ich meine, das wird wie fast alle Spiele jetzt hier am Ende gelten.
Wir müssen fast schon jedes Game gewinnen, wenn wir aufsteigen wollen. Wir gucken mal kurz, was hat Schalke gemacht? Bitte haben sie gepatzt. Nein. Ey, da gewinnst du so ein crazy Game, aber Schalke macht's halt. Schalke macht's halt. Die gewinnen halt 2-0 gegen Paderborn, ganz souverän. Schwierig, dass das noch klappt. 7 Spiele, 10 Punkte aufholen. Ja, geht einfacher, sagen wir es mal so. Aber selber schuld. Wir hätten in der letzten Folge nicht so verlieren dürfen. So. Nächstes Spiel ist jetzt hier gegen St. Pauli. Was hat die Konkurrenz gemacht? Schalke hat gewonnen, Karlsruhe muss noch das Spiel spielen, okay. Ja, Schalke marschiert jetzt auch durch. Ich glaube, es ist wirklich fast schon egal, was wir machen, Leute. Ich glaube, der Aufstieg ist schon gar nicht mehr machbar. Gehen wir rein gegen Pauli, wir gucken, was dort geht. Die haben zuletzt 3 Unentschieden in 5 Partien und 2 Siege geholt. Hier haben wir die Aufstellung von Arminia Bielefeld mit Schäfer im Tor. Lazaro, Hofmeier, Richter und Schmidt in der Viererkette. Jakic, Kawabe und Firmino im Dreiermittelfeld. Rechts Kinun, der zuletzt an vier Toren direkt beteiligt war. Dann Hauge und Mojano, der an drei Toren direkt beteiligt war. Im 4-3-3-System. Pauli 3-4-3-System mit Greif, Nieto, Goes und Vejkovic. Saljakas, Hartl, Ahmed, Hack im Vierermittelfeld. Afolayan, Saad und Sekidi ganz vorne im 3-4-3-System. Oh, was ein Ball! Was ein Ball, schön in den Rückraum hinter Richter. Und wenn er den rüberkriegt, wird es gefährlich. Aber Schäfer, Schäfer ist da. Der hohe Ball. Boah, der kommt gut, der kommt gut. Schäfer hat den. Schäfer hat den. Oh, was macht Hofmeier da? Junge, das war ein Fehler, der eigentlich hätte bestraft werden müssen. Glück. Pressing von Bielefeld. Stark von Bielefeld. Und jetzt Mojano. Mojano spielt den auf Kinonen. Das ist deine Chance. Kinonen kriegt den da nicht durchgestochert. Kriegt den da leider nicht durchgestochert. Schade. Und jetzt hier gleich Pauli, aber Richter hat ihn. Richter hat ihn. Das ist die Energie, die jetzt hier Bielefeld mitbringt. Auch wenn das im Fehlpass jetzt von Richter war. Sie haben mit dieser Energie auch gegen Saarbrücken das Spiel nochmal rumgedreht. Sekiri jetzt hier. Sekiri. Sekiri versucht da durchzukommen. Hofmeier ist da, stellte ihn. Jetzt hier vielleicht aber die Chance, ja, Pauli mit Hartl. Die Grätsche, kein Foulspiel. Der Schuss daneben. Boah, Kinonen, stark. Kinonen jetzt hier. Kinonen hat den. Spielt ihn gut auf Lazaro. Der leitet den schön weiter. Das ist gut gespielt. Kawabe will ihn durchschieben. Schiebt ihn durch. Wunderbar gespielt von Bielefeld. Und es ist das 1-0. Und es ist Kawabe. Es ist Kawabe. Minute 29. Die Nummer 8. Bielefeld kämpft um diese Mini-Chance um den Aufstieg. Die Chance ist sehr klein. Aber wir kämpfen drum. Lazaro gibt den super weiter. Kawabe mit der Brust angenommen. Und dann schiebt er den durch. Ich denke nicht, dass der unhaltbar ist für den Keeper, aber das macht Kawabe trotzdem gut. 1-0 Bielefeld. Zweiter Treffer in der 20. Partie von Kawabe hier. Und wieder war Kino natürlich hier mit beteiligt über diese rechte Seite. Also wie der gerade auftritt, ist brutal. Zum genau richtigen Zeitpunkt, wo er seine Leistungsexplosion erlebt. Afolayan spielt ihn gut ab. Jetzt hier Pauli. Na, Jakic hat den. Super. Was ein Fehler von Kawabe. Eben noch der Held. Jetzt hier der große Fehler. Das ist nicht gut. Kawabe kommt da auch nicht ran. Das ist schwierig. Schäfer hat den, Gott sei Dank. Lazaro klärt den nicht gut. Lazaro klärt den überhaupt nicht gut. Hacks Ball ist gefährlich. Sehr gefährlich. Nimmt er an. Das war, glaube ich... Nee, kein Anspiel, sagt der Ref. Weiterhin hier Pauli. Pauli. Schäfer. 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 Lazaro diesmal besser geklärt. Boah, viel Druck jetzt hier von St. Pauli, muss man sagen. Mojano, gib den ab. Kawabe. Kinonen. Kinonen, nimm Tempo auf. Wenn er Tempo aufnimmt, wird es gefährlich. Spielt den super auf Haug. Haug, gib den gut ab. Mojano jetzt hier. Mojano, Mojano, Mojano will ihn zu platziert machen. Hartl mit dem hohen Ball. Oh, der ist super, der ist super. Was ist... Afolayan macht den nicht. Ich wollte gerade sagen, was macht meine Hintermannschaft da? Aber Afolayan nutzt diese hundertprozentige Chance einfach nicht. Richter, hoher Ball von Richter. Super Ball von Richter. Kinonen. Kinonen geht einfach vorbei, macht das überragend. Kinonen jetzt hier mit Geschwindigkeit. Mojano läuft mit, wenn er den gut anspielt, wird es gefährlich. Mojano jetzt hier, Mojano. Mojano will ihn durchschieben, das klappt nicht. Mojano leider heute nicht kalt genug beim Abschluss. Der muss halt rein. Das sind so Dinger, die musst du nutzen. Nicht kannst du, nicht sollst du, musst du. Aber dringend. Und jetzt hier Pauli mit dem Konter. Sekiri spielt den rüber. Gut gespielt. Und jetzt hier Afolayan. Afolayan, das ist gefährlich. Afolayan, Bielefeld muss das jetzt klären. Ah, Pauli braucht ein bisschen zu lang, da war mehr drin. Da war mehr drin, aber sie haben nach wie vor Ballbesitz. Ahmed spielt den jetzt ruhig weiter. Ja, Pauli macht das nicht schlecht. Sekiri, bis dann Schmidt da ist. Hui, kriegen es irgendwie geklärt hier. Firmino. Haug.
Weitergespielt auf Roberto Firmino. Hat den. Dreht sich um seine eigene Achse. Macht das gut. Jetzt die Kawabe. Kawabe, der hohe Ball. Gut gespielt. Kinnunen nimmt den gut mit. Kinnunen hat die Übersicht für Firmino. Der gibt den gut ab. Und jetzt Moyano. Aber das ist leider überhaupt nichts. Pauli spielt das hier jetzt sehr ruhig. Wird gepresst von Opoku. Vejkovic. Pauli mit sehr viel Ballbesitz in dieser Phase. Ja, Moyano hat davon genug. Und kriegt die rote Karte. Er kriegt die rote Karte. Pauli hatte eine sehr, sehr lange Ballstaffette. Und Moyano denkt sich, reicht jetzt mal, springt dann hart rein. Ja, das ist natürlich schon wieder suboptimal für Arminia Bielefeld, diese rote Karte. Die könnte noch teuer werden, vor allem, wenn sie jetzt treffen. Ja, na, meine Güte. Das Chaos ist perfekt. Rot plus Gegentreffer. Schlechter geht's nicht. Immer wieder diese hohen Bälle. Damit hat Bielefeld riesen Probleme heute. Und das macht Pauli einfach richtig, richtig gut. Oh, da ist zu viel Platz. Afolayan, Afolayan, Afolayan. Aber Schäfer hat ihn. Schäfer hat ihn. 11 Minuten noch zu spielen. Jetzt die Ecke. Jetzt die Ecke. Jetzt die Ecke. Das gibt's nicht. Schäfer. Junge, Schäfer hat den. Schäfer hat den nochmal gehalten und weg mit der Pille. Vielleicht jetzt hier die Chance. Komm, Zimmermann, du bist frisch. Lauf dahin, Zimmermann. Komm, vielleicht kriegst du den ja gegen Ahmed. Zimmermann gegen Ahmed. Ahmed hat den, Ahmed hat den. Okay, gehen wir ins Pressing. Wir haben nichts zu verlieren, Mann. Wir brauchen den Sieg. Unentschieden ist für uns wie eine Niederlage. Opoku, nein, kommt nicht ran. Zekiri. Zekiri jetzt hier. Natürlich ist da jetzt Platz für Pauli. Viel Platz sogar. Viel zu viel Platz. Aber Richter hat den. Richter hat den. Aber wohin? Wohin spielt er den? Das war so gut gemacht im ersten Moment. Jetzt hier Saad, nein, Opoku hat den. Und jetzt Lazaro, komm, wieder in die andere Richtung. Vatai, Vatai, kommst du da durch? Vatai stoppt erstmal, macht das schlau. Vatai hat den. Vatai spielt den da gut und lang auf Kinnunen. Genau so, Kinnunen. Kinnunen. Oh, Kino wird gefault, wird gefault, wird gefault. Wird gefault. Freistoß, Leute. Vielleicht ist es dieser Freistoß, der das Spiel entscheidet. Der hohe Ball. Abgespielt. Helgason. Helgason kommt nicht zum Schuss. Jetzt hier was. Er pfeift irgendwas ab. Oh, nee. Ja, ich glaube, das war's. Wenn er den jetzt voll in kurz spielt. Der hohe Ball nochmal. Richter war da nochmal dran. Vatai. Lazaro, der hohe Ball. Komm, Zimmermann hat den doch. Nochmal weiter. Wie spielst du den denn? Wie spielst du den denn, Junge? Das gibt's doch nicht, Mann. Das war's mit dem Aufstieg, vergiss es. Das war's mit dem Aufstieg. Ja, das war's, auch wenn der KSC gerade unentschieden gespielt hat. Das war's. Das war's komplett. Wir gucken gleich mal auf die Tabelle. Ja, Platz 7. 12 Punkte bei 28 Spieltagen. Es gibt noch 18 Punkte zu holen. Das Ding ist durch. Das Ding ist leider durch, Leute. Also mit dem Aufstieg, das wird nichts mehr. Wenn jetzt Schalke und Dings sogar noch das Ding gewinnen, dann ist sowieso vorbei. Ja, also Pauli am 58. Nee, das Ding ist durch. Das Ding ist hier tatsächlich durch. Wir werden nicht aufsteigen mit Arminia Bielefeld. Das ist natürlich enttäuschend. Das ist natürlich enttäuschend. Aber es steht fest. Der Aufstieg. Ja, die Mission Aufstieg ist gescheitert. So beende ich dann die Folge. Euer Lauschen meldet sich fürs Erste ab und bye bye.